Das ist wie so ein Musikinstrument, was man bespielt. Man kann drauf rumklimpern und man hört irgendwas oder man hört halt Musik. Und das ist genau das, was eine Fabrik ausmacht. Man muss halt Musik hören, um solche Aufträge zu bedienen. Ich aus meiner Vergangenheit habe einige Erfahrungen, was Produktionstechnologie betrifft, und habe da angefangen, eine neue Gruppe aufzubauen, die sich in der Hauptsache darum kümmert, die beste Produktionstechnologie für den Ford-Konzern zu erarbeiten und in den Werken zu implementieren. Mit den Altanlagen wären wir irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. Meine Aufgabe ist zu schauen, dass wir unsere Produkte möglichst effizient, zur richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, in den geringsten Kosten liefern. Die Idee zu sagen, du, lass uns doch so eine Komplettbearbeitung auf so einem kombinierten Zentrum machen. Wir hätten ohne diese Idee, so zu produzieren, dieses Produkt am Standort Garching verloren. Und das war die Grundlage zu sagen, okay, wir brauchen neue Anlagen, wollen uns aber nicht nur anlagenseitig, sondern auch technologisch weiterentwickeln. Das heißt, die Neuanlagen müssen natürlich den Anforderungen, die wir haben in Flexibilität, genauso wie in Kompaktheit und natürlich der Automatisierungsgrad, muss relativ hoch sein. Die Hauptanforderung war, das Ganze in einem rüstarmen bzw. nur in der hauptzeitparallelen Prozess umzusetzen, eine automatisierte Anlage umzusetzen und so wenig Spannung wie möglich. Wir haben das jetzt alles zusammengedampft, dass wir das in einer Maschine machen können. Das reduziert unsere Durchlaufzeit extrem und erhöht natürlich die Flexibilität zum Kunden hin, die heute immer mehr gefordert wird. Also die Rüstzeiten sind eigentlich gegen null bei der Anlage, weil ich alles hauptzeitparallel mache. Ich habe quasi einen Palettenwechsel und der Palettenwechsel, der wird quasi bestückt von dem Roboter und es passiert alles, während die Maschine innen drin bearbeitet. Also die hat maßgeblich unsere Betriebskosten beeinflusst. Das ist logisch, sonst hätten wir es nicht gemacht. Wir können quasi rüstoptimal, kostenoptimal und quasi taktzeitoptimal die Bauteile fertigen in der Stückzahl, die wir brauchen und auch quasi in der Varianz. Und das ist ein absoluter Mehrwert. Das heißt, wir können die Anlage so einsetzen, wie wir es wirklich benötigen. So ein Technologiesprung, das ist für uns ein echter Qualitätssprung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ein Riesenpunkt, um einfach den Weg zu gehen.